Hi, willkommen zu meinem 2000 Abonnenten-Special und vielen, vielen Dank an alle, die mit dabei sind. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was für Filmequipment ich so benutze, um meine Videos zu produzieren. Das heißt, ich zeige euch, was für Kameras ich benutze, was für Objektive ich benutze, was für Stative ich benutze. Ich habe meinen Fotokoffer von der Firma Vanguard und da schauen wir jetzt rein. Viel Spaß! So, erstmal vorneweg, dieses Video hier nehme ich auf mit der Sony Alpha 7S, das ist so meine Hauptkamera. Außerdem habe ich hier das Nikon 24mm mit 2.8er Blende drauf. Das ist so ein Vintage-Objektiv, habe ich für 70 Euro, glaube ich, auf eBay gekauft. Mein Mikrofon ist das Rode Video Mic, was ich hier auf so einem Stativ etwas weiter nach vorne hingestellt habe. Und mein Stativ ist das Amazon Basics Videokamera-Stativ, heißt es, glaube ich, also ein extrem günstiges Stativ, was aber für meine Anforderungen perfekt ist. Jetzt gucken wir diesen Koffer rein und ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben links an. Hier habe ich zum einen diesen kleinen mobilen Fotodrucker, den ich schon in einem anderen Review mal erwähnt habe. Den habe ich eigentlich immer im Koffer mit dabei, falls ich mal irgendwie Fotos unterwegs ausdrucken will. Dann machen wir eins unten drunter weiter und zwar habe ich hier kein Video-Equipment, sondern Foto-Equipment. Das ist eine Canon EOS 5, also sozusagen das analoge Pendant zur Canon EOS 5D. Habe ich mir, glaube ich, für 40 Euro auf eBay ersteigert und funktioniert einwandfrei, also echt ein cooler Kauf. Kann ich auch nur jedem empfehlen, so eine analoge Kamera. Dann kommen wir mal zu meiner dritten Kamera und zwar ist das die Leica Delux Typ 109. Die ist baugleich mit der Panasonic Lumix LX100, das heißt, die kann 4K Videos aufnehmen, hat einen Micro Four Thirds Sensor drin. Ja, die kleine Leica hier benutze ich hauptsächlich, wenn ich meine Sony irgendwie abfilmen möchte für ein YouTube-Video oder so. Und aber auch für Reisen benutze ich die. Ich habe die zum Beispiel in Kiel mitgehabt, da habe ich ja mal ein Kiel-Video mitgemacht und bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Kamera, bis auf die Geschwindigkeit, die könnte echt ein bisschen schneller sein. Aber ansonsten echt eine gute Kamera. Dann mache ich jetzt mal weiter mit meinen Objektiven. Zum einen habe ich hier das Nikon Micro Nikkor 105mm mit 2.8er Blende. Das habe ich mir auch gebraucht auf eBay gekauft. Ich weiß gar nicht mehr für wie viel, ich glaube etwas über 100 Euro. Das ist also ein Makroobjektiv und benutze ich aber in der Regel nur als Teleobjektiv, wenn überhaupt. Also ich benutze es sehr selten, aber es ist extrem scharf und ist von mir auch eine Empfehlung, wenn man ein Makroobjektiv sucht. Dann das nächste Objektiv, was wir hier haben, ist so mein Hauptobjektiv. Das ist das Valimax 35mm T1.5 VDSLR Objektiv. Ja, das ist extrem scharf und ist seit vielen, vielen Jahren eines meiner Lieblingsobjektive. Ein Review dazu habe ich auch schon gemacht, werde ich euch in die Videobeschreibung verlinken. Also ist echt mein absolutes Lieblingsobjektiv. Dann komme ich jetzt zu meinem 50mm Objektiv und zwar ist das das Minolta MD Rocker 50mm mit 1,4er Blende. Habe ich mir, glaube ich, für 70 Euro auch auf eBay gekauft. Ist eben auch ein gebrauchtes Vintage-Objektiv. Ist nicht das Allerschärfste, aber es macht ziemlich gute Videos und ziemlich schöne Fotos und benutze ich eigentlich auch ziemlich oft. Dann habe ich jetzt noch ein Objektiv und zwar habe ich da neulich das Review drüber gemacht und zwar ist das das Valimax VDSLR 14mm mit T3.1 Blende. Falls ihr das Review nicht gesehen habt, könnt ihr euch das mal angucken, habe ich auch in die Beschreibung verlinkt. Dann habe ich hier noch so ein kleines Case, wo man Speicherkarten reintun kann. Fand ich ganz praktisch, weil ich habe in letzter Zeit doch ziemlich viele Speicherkarten dazu bekommen und da gehen die nicht so schnell verloren. Filter habe ich hier auch einige drin, ich hole mal alle raus, die ich hier drin habe. Da haben wir zum einen hier, das ist so mein Hauptfilter, das ist von der Firma Rodenstock, so ein variabler ND-Filter. Den benutze ich hauptsächlich auf meinem 35mm Objektiv. Ist ziemlich teuer, ich glaube, der hat 160 Euro gekostet, was für ein Filter verdammt viel ist. Aber er funktioniert sehr gut, hat kaum Farbstich drin, was ja sonst immer so ein Problem bei ND-Filtern ist. Und habe ich auch seit 3 Jahren, wenn man den gut pflegt und so weiter, dann hält er auch ewig. Dann habe ich hier noch so einen kleineren ND-Filter drin für so kleinere Objektive, zum Beispiel mein 50mm Objektiv, da benutze ich den dann öfters. Und dann habe ich hier noch diesen Cinema-Filter von der Firma Wet Atlantic, da habe ich auch ein Review schon drüber gemacht. Der gefällt mir auch ziemlich gut, allerdings benutze ich den so gut wie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den bald mehr verkaufen sollte, weil er war nicht gerade billig und dafür nutze ich ihn einfach zu wenig. Dann habe ich immer mit dabei meinen Lens Cleaner, falls mal irgendwie Staub oder Dreck oder sowas auf eine Linse kommt. Dann im nächsten Fach habe ich hier so meine analogen Sachen. Ich habe hier einmal Filme für die Kamera, noch mehr Filme. Noch ein Schwarz-Weiß-Film. Das sind so die analogen Sachen. Außerdem habe ich hier Druckerpapier noch drin für diesen kleinen mobilen Fotodrucker. Und im letzten Fach habe ich hier noch so ein kleines Timelapse-Gadget. Das hatte ich in meinem Weihnachtsvideo schon vorgestellt. Das benutze ich ab und zu, wenn ich mit meiner kleinen Leica unterwegs bin und so ein Timelapse mit Bewegung drin machen möchte. Funktioniert zusammen ziemlich gut, aber ich benutze es ehrlich gesagt auch nicht allzu oft. So, das war's an Equipment, was hier in diesen Fotokoffer alles reinpasst. Dann zeige ich euch jetzt noch so mein Equipment, was nicht in diesen Koffer reinpasst. Dann wird's jetzt etwas unhandlicher und zwar habe ich hier noch mein Schulterstativ. Das kennt ihr auch aus meinem Video, falls ihr das gesehen habt. Ist von der Firma Valimax. Bisschen eingestaubt, weil ich es in letzter Zeit echt nicht oft verwende. Dann habe ich hier noch den Follow-Fokus von der Firma Kamera dran gemacht. Außerdem habe ich zu dem Schulterstativ noch hier diese Matbox von der Firma Kamera. Die können wir dann auch noch hier vorne dran schrauben. Falls ihr nicht wisst, wofür man so eine Matbox braucht, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Zusätzlich zu dieser Matbox habe ich mir eben noch hier so einen Glasfilter dazu gekauft, den man da vorne reinschieben kann. Der hat ziemlich gute Qualität, war auch ein bisschen teurer. Und wie gesagt, das ganze Equipment hier benutze ich relativ selten.
deutlich häufiger verwende ich hier mein Schwebestativ von der Firma Glidecam, nämlich die HD 1000. Das war so mein allererstes Filmequipment, abgesehen von der Kamera, was ich mir zugelegt habe. Habe ich jetzt schon seit fast 6 Jahren und benutze ich eigentlich bei fast jedem Videodreh deutlich häufiger als mein Schulterstativ oder mein Dreibeinstativ. Das heißt, von meiner Seite aus kann ich auch nur empfehlen, für Filmmaker sich eher so eine Steadicam zuzulegen, falls ihr die Wahl zwischen einem Schulterstativ und einer Steadicam habt. Ich benutze es einfach viel, viel häufiger als so ein Schulterstativ. Dann habe ich hier noch diesen Gorilla-Pod, den habe ich mir auch schon vor Jahren gekauft. Den kann man überall befestigen an irgendwelchen Stangen und kann man auch zum Vloggen und sowas verwenden. Ist echt so ein Klassiker und habe ich auch fast immer mit dabei. So, und zu guter Letzt kommen wir zu meinem Lieblingsfilm-Equipment, nämlich zu meiner Drohne. Das ist die DJI Phantom 3. Die habe ich seit knapp 2 Monaten im Einsatz und es macht einfach extrem viel Spaß. Ich komme nur leider viel zu selten dazu, weil ich tagsüber immer andere Sachen zu tun habe. Aber ich hoffe mal, im Sommer habe ich ein bisschen mehr Zeit dafür und gegen Ende des Jahres will ich auch ein bisschen auf Reisen gehen, wo die Drohne auf jeden Fall auch mitkommen wird. So, das war's mit meinem 2000 Abonnenten-Special schon. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank an alle Abonnenten, die gerade mit dabei sind. Es macht mir sehr viel Spaß hier und ich bin sehr motiviert, das Ganze noch lange Zeit weiterzumachen. Falls ihr Interesse an meinem Equipment habt, habe ich euch das unten in die Videobeschreibung verlinkt als Affiliate-Links. Das heißt, ich bekomme eine kleine Provision von Amazon, wenn ihr mir diese Links kauft. Aber ich denke, das sollte euch geläufig sein. Jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.